Hallo ihr Lieben, weg mit den negativen Gedanken, die durch negative, schlechte Ereignisse entstanden sind. Ja. Komischerweise, unser Hirn erinnert sich auch nur an negative Sachen. Das ist aber ein Urinstinkt, ne? Damit wir uns schützen können. Ja, ihr Lieben, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Weg damit. Weg mit diesen Arschlöchern, die es nur anscheinend gut meinen, aber in Wirklichkeit uns Negativität aufladen. Weg. Das ist, weißt du, gar nicht mag, so durch die eigene Unzufriedenheit, ne, den Leuten auch Unzufriedenheit aufzwingen. Sowas habe ich in der Gesellschaft erlebt und auch, ich muss sagen, auch im Familienkreis. Ja. Das ist nicht alles so heilig, wie es aussieht, ne? Wenn man so Leute als Familie zusammen sieht. Ne? Aber naja, wir sind nicht gestorben, wir leben. So, ich bin gespannt. Saturn, okay. Mal gucken, wie der Hayat, der ist der Kapomachali. Ach, super. Ich bin so froh, dass ich diese Karten erworben habe. Ne? Ganz im Ernst, so schöne Sprüche. Also, ohne euch hätte ich diese Legung nie gemacht und ohne euch hätte ich niemals auch diese schönen Messages mitbekommen. So, also erstmal, was heißt, wofür steht der Planet Saturn? Für Disziplin, ja, für Ordnung, ja, so. Und Bir Hayat Desse Kapamachale, okay, das heißt, wie soll es am besten beschreiben? So eine das heißt Unterricht, Lebensunterricht, ja. Also Lebensunterricht, das heißt, ja, es widerfährt einem was, ne? Und man lernt daraus, ja. Und das klopft gerade an, ja. Sowas steht bevor, ja. Das hat es damit auf sich. Alles Liebe.